Einen wunderschönen Donnerstag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem Ranked. Mit dabei heute ein paar Freunde. Wir sind Veteran. Und warum ich sage ein paar Freunde, es sind einige aus der letzten Runde dabei, darunter auch Verb. Und ich habe sofort einen innerlich verbundenen Menschen gespürt, weil er hat sich Die Verb genannt. Ich mag ihn, wer auch immer es ist. Wer Verb nicht kennt, war in der letzten Runde dabei. Könnt ihr euch anschauen, wo ist er denn, mein Freund? Wir sind Morgan Brody aus CSI. Und da ist Dyrelp. Ich mag dich, Dyrelp. So, The Veteran, Night One und natürlich alles Noobs. Außer Mutti. Und, No Alert. And we have our Veteran Claim. Nicht wirklich. Oh. Veteran. And hello. Schon wieder gejailt, Night One. War ich als Lookout auch am Montag. Interessant. Na, ich will jetzt nicht fragen, ob er eine Special Kill Note haben will. Sonst hängt er noch, oh nein, er ist ein SK. Das könnte nach hinten losgehen. Wir warten einfach mal. Mit mir ist nichts passiert. Ich hatte keinen Alert genutzt. Hab dadurch auch keinen verschwenden können, weil ich eh gejailt war. Und Dexter ist tot. Das ging nach hinten los, Dexter. Es tut mir leid. Ich glaube, Velp hat sich auch umgenannt. Ja, könnte der Die-Test sein. Feststeht, dass Dexter down ist, hat den letzten Willen gehabt. Und natürlich Jailer. Sehr schön. Hat nicht reingeschrieben, dass ich gejailt war. Und er war mehr. Never mind. Für mich ist das hier oben immer die Rolle von ihm. Aber gut. I was warblocked. If we have spy, you know if it's consort or escort. Das könnte er wissen, aber er sollte sich jetzt noch nicht bewegen, weil im Notfall bist du ein Target, mein Freund. Toter Jailer ist nicht unbedingt gut. Ich will auch keine Wedge-Baits machen. Ich habe schon am Montag gesagt, ich habe da ein bisschen im Forum gelesen und da sind einige Wedge-Baits aufgetragen oder eingezeichnet worden. Die sind sowas von schwachsinnig. Echt so dumm. Von daher mache ich das gar nicht. Always a shame seeing someone with a good will die night one. Das ist kein wirklich guter Wille. Da steht einfach nur alles drin. Ja. Viel zu lang. Für den Anfang vor allem Ding. Oh, wir haben einen Counterclaim Lucho Benning. Ja, Survivor brauchen wir eh nicht. Also auf Wiedersehen. Easy Kill wird wahrscheinlich Jester sein, wie Abstain natürlich. Wieder nicht blöd. Ich spiele die doch nicht bei einem wahrscheinlichen Jester. Nur wenn ich davon ausgehe, dass es kein Jester ist. OJ Simpson war jetzt nur dabei, Vigilante auch. Sword kennen wir, glaube ich, von vorgestern. Ja, vorgestern. Didn't even claim in hopes of catching a bullet. Just kill those who say I'm not survivor. Es sind verdammt viele Guilty, viele Voter. Kein Alert nach 2. Zu früh. Wenn Andreas wirklich, wenn er wirklich Survivor ist, wird natürlich der Counterclaimer jetzt sterben durch den Jailer. Muss, weil es ist Annie. Und er selbst hat auch geguilty. Würde ich auch nie machen. Evil Amni, 12 isn't red, just cray cray. Das ist korrekt. Und er war Amni. Damit wird jetzt Daitas heute Nacht sterben. Let's kill an extra. I claim Amni. Ja, ich hoffe, du stirbst. Außerdem hat er Survivor geclaimed. Und damit hat er diesen Tod wieder verdient. Exakt das gleiche nochmal. Wenn er Amnesia claimt, überlebt er. Ganz einfach. Und wahrscheinlich hat ihn jetzt sogar noch einer untersucht, nämlich der Vigilante nach der 1. Da hieß es dann im Lookout Forger Amnesiac. Und dann claimt der Survivor, da musst du guilty, weil er kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eher Forger sein. Und schon ist das wieder ein dummer Move gewesen von ihm. Aber naja. Diskussion wird anscheinend immer wieder aufgefacht in dieser Woche. Ist auch interessant, wie das immer wieder kommt. Kein Alert verschwendet, das ist okay. Selbst wenn jetzt ein Consigliere mich besucht hätte,
Daitas starb durch den Jailer. Das war offensichtlich, das war zu erwarten. Salt starb ebenfalls durch die Mafia, nehme ich an. Und im besten Fall war jetzt Daitas einfach nur der Neutral Killer, der eben auf Survivor gehen wollte. Oh, Bodyguard tot ist schlecht. Schlau, dass er auf Vigilante gegangen ist, den Investigator Claim. Das macht Sinn. Bei ihm kann man auch vertrauen, glaube ich. Oh, es war nicht mal der Jailer. Interessant. Die Escort. Warum counterclaimt sie? Oder hat er doch nicht counterclaimt? Na Gott, Vater. Dann ist gut. Wie dumm. Warum counterclaimt man Survivor oder sowas? Please listen for a while. Jetzt geht's los. There is no consort. Ja. Random Mafia didn't visit Night One. Oh, jetzt werde ich hingestellt als Mafia. Natürlich claimt der Spy, was sonst? But some guy whispered to Stalk. Dubs zum Beispiel, wie gerade eben. Saying he was visited by Salkt. Was? Salkt? Es gibt keinen Salkt. Salt wahrscheinlich. I think we have a lookout. There is a fake lookout. Lookout is fake. Who claimed lookout? Ich habe keinen Lookout geclaimed. OG Simpson geht gegen Die Welp. Stalked it. This guy claimed. Dann gehen wir nochmal gegen ihn vor. Stalk was visited by Salt. Gehen wir ganz kurz nochmal durch, ob das stimmt. Vielleicht hat er es gewispert oder so. Hat das Die Welp wirklich gesagt? I'm Lookout. I'm not guilty. Die Welp the Lookout. Juice visited by Salt. Das weiß jeder. He told me Salt visited me night one. Macht ihr das unter euch aus? Ich werde nicht guilty. Wie keiner macht. Das ist Jester. Kann sein. You whispered me that Salt visited me night one. Gut, damit auf jeden Fall ein Lügner. Ja, ist ja okay. Dann soll das eben der Jailer machen. Weil keiner wird da guilty. Okay, also OJ können wir wahrscheinlich als Guten hinstellen. Wir alerten mal. Ne, werden wir nicht. Spy ist better target. Der Spy ist wahrscheinlicher, weil Bodyguard tot. Ein echter Lookout ist unwahrscheinlich. Er wird sterben. Und dann will ich den Alert eigentlich nicht verschwenden. Nächste Nacht werde ich alerten. Aber da ist Werwolf-Nacht. Dann kriege ich im Notfall ihn mit. Falls ich überlebe. Meine Fresse, der Spy ist ein viel besseres Target. So dumm. Es ist kein Bodyguard da. Die Wahrscheinlichkeit auf den zweiten Town Protective ist so gering. Bei den ganzen Town Investigative Claim. Es gab den Lookout Claim, es gab den Spy Claim, es gibt den Invest Claim. Und dann gehen sie echt auf mich. Fuck. Wieso? So dumm. Spy ist viel wahrscheinlicher, dass er sterben muss. Meine Fresse. Hätte ich mal alertet. Meiner Meinung nach ein dummer Kill. He claimed I was not visited when you jailed me, Jailer. Wow, jetzt spammen die da so eine Kacke rum. Er lügt halt hundertprozentig. Oh, Dubs ist auch böse. Da muss der Jailer exekutieren. Stalk rafft es nicht. Es gab bisher keinen Transporter.
Viele Executioners claimen Lookout. Jetzt wählen ihn halt auch noch alle. Also wenn das wirklich stimmt, dass O.J. Simpson nach 2 gejailt war, ist der Jailer ein Idiot. Weil er muss wissen, dass der gelogen hat. So schwachsinnig. Noch ein Lookout-Claim. Ach, es gibt ja High Witch und Vigilante. Wenn immer dieses Counter-Claim. Das bringt halt nicht viel. Man hat einen Spy-Claim, man hat einen Investigative-Claim, man hat einen Lookout-Claim. Wenn der Counter-Claim, ist er der Erste, der gehängt wird. Der andere wird nicht gekillt, weil der Jailer nicht aufpasst. Wow, 3 zu 2 Inno, knapp. Er wird sowieso nicht gegiltet. Ich hoffe, das gibt keinen Retri. Ich will da nicht wiederbelebt werden. Er könnte auch einfach der Werwolf sein. Ganz nebenbei. Weil er wird nicht gehängt. Manche Jailer wollen nicht exekutieren an Jester, weil sie dadurch einen Kill verlieren. Also auf jeden Fall, wenn das stimmt, dass O.J. Simpson nach 2 gejailt war, muss Diver diese Nacht sterben. Na, hier steht bei No One. Und er wüsste das, wenn das die Wahrheit entspricht oder nicht. Ist there a Medium? Kein Medium. Könnte ein Retri geben. Aber er hätte eigentlich Meyer direkt wiedergebracht. Und springt auf jeden Fall nicht wieder, wenn es eins gibt. Stalk. Stalk ist down. Er ist halt auch böse. Er könnte Neutral Evil sein. Mafioso? Also Godfather. Cool. Das war echt ein dummer Move. Mafia attackt Gandhi. Gandhi ist der Werwolf. Bewirbt sich jetzt noch. Gandhi visited by Alice Parker. Get four. Mach doch einen Spy-Test. Um zu sehen, ob er es ist. Aber er hat ja schon einen Spy-Test gemacht, der hat ja geschrieben, wer besucht wurde. Andererseits könnte er das wissen als Blackmailer, weil er ist ja bei der Mafia. Vier Scum ist mit Alice Parker gewählt. Er ist jetzt der Jailer. Kein Claim. Der Werwolf hat aufgegeben. Wenn, dann war er Janitor. Inzwischen nicht mehr. Vigilante hat jetzt auch gerafft. Wird runtergegiltet, bis auf Highwitch, der angeblich Lookout ist. Einer der vielen Town Investigative Claims mal wieder. Auf Wiedersehen, Alice. I'm Spy. Ja, man kann es ja einfach testen. Get Tricked Town. Ach, Retri. Wow. Willst du mich verarschen? Ey, jetzt verlieren wir das noch wegen so einer Scheiße. Einfach reporten und beten, dass der Idiot den Account verliert. Ich bin so froh, wenn Coven raus ist. Weil das kostet Geld.
Dann müssen sie noch machen, dass nur jeder einen Account kriegt und dann ist gut. Easy peasy. Jailer macht nicht. Das müssen sie übrigens den Executioner Claim trotzdem killen. Wenn der Jailer nichts macht. Oh, Jailer hat was gemacht. Er hat Gandhi exekutiert. Cool. Immerhin, er ist wieder anwesend, offensichtlich. Und wenn er Exe ist, können sie jetzt auf jeden Fall den anderen killen. Jail Claims. Wow. Auf einmal ist er da. Herzlichen Glückwunsch. Ja, warum solltest du auch deinen Job machen? Wenn er wirklich Executioner ist, müssen sie jetzt den anderen wählen. Auf einmal reagiert er. Was ist das? Truth is loose, whistle by Croissant. Er ist halt Jester oder einfach nur böse. Dubs ist letzter Mafia. Auf, dann wählt ihn und gut ist. Escort Claim. Gut, mit Retri und Meyer tot. Millionen Ding Claims und so. This was easy win for Mafia. If die test and we will weren't bad. Wenn die Tau nicht so dumm wäre, wäre das schon lange zu Ende. Dann wäre nämlich der Jester schon lange raus, der wäre nicht mehr so nervig. Der Werwolf wäre gehängt worden und nicht Alice Parker, weil warum sie auf Alice Parker gegangen sind, wenn der Jester das sagt, ist halt so dumm. O.J. Simpson Blackmailer. Wir verlieren das noch. Ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Da ist noch der verdammte Road. They are all race stupid. I don't care, das ist Mafioso, trust me. Warum sagt ihr Inno? Die sind sich so einig, das ist so toll. Mit 3 zu 2 gegiltet, O.J. Simpson ist der Einzige, der geinnot hat von den wahrscheinlichen Townies. Second counterclaim. So, normal gameplay, I guess. Mafioso down. O.J. Simpson Blackmailer, einfach nur ein Idiot. Ein Idiot. Alles klar. Wieder ganz viele Town Investigators. Ist krass, mit Lookout, Investigator und 2 Spies. Dass das so knapp wurde, ist halt schon wieder lächerlich. Wenn ich alertet hätte, hätte ich halt den Mafioso früher erwischt. Aber dass die auf den Jester die ganze Zeit hören, das tut weh. Das tut einfach nur weh. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.